Das passiert heute bei Familie Fröhlich. Boah, ich habe so eine gute Idee. Da hätte ich auch schon viel eher drauf kommen können. Meine Güte, manchmal denke ich auch, mein Kopf ist irgendwo anders. Martina, bleib doch bitte hier. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt doch hier schlafen, bei uns. Ihr braucht nicht in ein Hotel. Wir haben doch hier so viel Platz. Nein, wirklich danke. Aber wir möchten ins Hotel. Ihr habt schon so viel für uns gemacht. Auf gar keinen Fall fahren wir euch jetzt hier auch noch zur Last. Oder, Jochen? Nee, also wir gehen auf jeden Fall ins Hotel. Aber trotzdem, vielen Dank, Sophia. Ihr habt so viel für uns gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jemals gut machen soll. Ja, Hanna, vielleicht kommst du ja morgen wieder zum Spielen, wenn du Lust hast. Ja, mal schauen, Linus. Jetzt muss ich erstmal in ein Hotel. Habe ich ja irgendwie auch gar keine Lust zu. Ach, Hanna, das wird schon nicht so schlimm werden. Na, hoffentlich. Ich hoffe, ich kann endlich morgen Flo besuchen. Ich vermisse ihn so doll. Nanu, was ist hier denn los? Moin, moin, na? Ja, wollen wir nicht alle gleich zusammen essen und so? Ihr bleibt doch bestimmt hier, oder? Wo wollt ihr eigentlich hin? Ihr seht aus, als ob ihr hier abhauen wollt. Ja, Lukas, wir sind doch jetzt gerade echt auf dem Sprung. Wir müssen unbedingt los. Hanna ist bestimmt müde und ich bin auch richtig kaputt. Ich habe auch immer noch so dollen Husten. Ja, wo wollt ihr denn jetzt hin? Ihr könnt doch bei uns bleiben. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ach, Lukas, wir wissen deine Gastfreundschaft wirklich sehr zu schätzen. Aber wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe und so. Und ihr habt echt schon so viel für uns gemacht und das können wir nicht annehmen. Ach, so ein Quatsch, natürlich nehmt ihr das an. Ihr bleibt jetzt hier. Also das kann ich jetzt gar nicht verstehen, dass ihr in ein Hotel wollt oder so. Wir haben doch hier genug Platz. Das stört uns überhaupt nicht, wenn ihr hier seid. Ihr würdet das auch für uns machen. Das wissen wir auch wirklich sehr zu schätzen, Lukas. Aber glaubt mir, es ist das Beste, wenn wir jetzt erstmal in ein Hotel gehen und ein bisschen Ruhe abbekommen. Wir haben so viel durchgemacht die letzten Tage. Aber wenn ihr was braucht, dann sagt ihr bitte sofort Bescheid, ja? Ja, das machen wir, Lukas, auf jeden Fall. Johanna, jetzt komm, wir wollen jetzt los. Na gut, Linus, ich muss denn jetzt los. Ja, sag mal, kommt Hanna eigentlich morgen schon in die Kita wieder? Nein, ich glaube nicht. Wir gucken mal morgen früh. Aber ich glaube, Hanna braucht jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Und morgen früh wollte ich nach Flo gucken. Der ist ja bei unseren Nachbarn untergekommen. Also, dass Martina und Jochen jetzt ins Hotel unbedingt wollten, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich meine, wir haben doch hier genug Platz. Wir hätten doch irgendwie eine Lösung gefunden. Ja, ich bin auch ganz traurig. Im Hotel macht es doch gar keinen Spaß. Hanna wollte nicht mal Spielzeug von mir mitnehmen. Ich hätte doch so gerne was geliehen. Vor allen Dingen haben die doch auch gar nicht so viel Geld. Das kostet doch alles wieder nur Geld. Die brauchen am Ende jeden Cent, um das Haus irgendwie wieder aufzubauen. Ach, Lukas, lass sie doch. Vielleicht wollen sie einfach mal ein bisschen ihre Ruhe haben. Ich kann das irgendwo auch verstehen. Stellt euch doch einfach mal vor, wie es wäre, wenn uns das passiert wäre. Also, ich hätte das auf jeden Fall, glaube ich, angenommen. Ja, im ersten Moment ist das Ganze ja auch ganz toll, aber das ist doch kein Dauerzustand. Die müssen sich doch erstmal im Klaren werden, ja, was passiert ist und zur Ruhe kommen. Hier bei uns im Haus kommen die niemals zur Ruhe. Ja, aber wir können auch ganz leise sein. Da merken die gar nicht, dass wir hier sind. Ach, ihr beiden, aber unser Familienalltag läuft doch trotzdem weiter. Und die werden sich hier niemals so wohlfühlen. Sie haben so viel erlebt. Ich glaube, ich würde auch lieber in ein Hotel ziehen. Obwohl ich das ganz toll finden würde, wenn Hanna uns aufnehmen würde. Wenn sowas passieren würde. Aber ich weiß nicht, da muss man so viel verarbeiten. Und wenn man jetzt hier ist und hier ist es laut und keine Ahnung, man findet doch hier gar nicht so richtig seine Ruhe. Man mag sich hier auch gar nicht so ausleben, weil das nicht sein eigenes Haus ist. Ja, und im Hotel weiß man wenigstens, hier ist das Zimmer, hier kann man abschließen und hier hat man auch ein wenig Privatsphäre. Aber Sophia, das kostet doch so viel Geld und das haben die einfach nicht. Ach, Lukas, du bist so ein herzensguter Mensch. Aber glaub mir, tagsüber können sie auf jeden Fall bei uns sein. Das habe ich Martina 100-mal gesagt. Und ich bin mir auch sicher, dass sie das annehmen. Aber ich kann wirklich verstehen, dass sie abends ihre Ruhe haben wollen. Oh Mann, ey, das wurmt mich total. Ich muss denen irgendwie helfen. Da muss es irgendeine andere Lösung geben als ein Hotel. Hanna könnte ja auch in einem Zelt schlafen bei uns im Garten. Dann hätten sie abends ihre Ruhe. Ja, Linus, genau. Hast du dir mal das Wetter draußen angeguckt? Da kriegt man ja noch schlechtere Laune, wenn man dann auch noch in einem Zelt schlafen muss.
Oh Mann, ey, Sophia, die schnarcht so laut. Oh, ich kann gar nicht schlafen wegen Hannah. Und Martina und Jochen, ich würde ihnen so gerne helfen. Es muss ja irgendeinen Weg geben. Mir muss ja irgendwo... Boah, ich hab so eine gute Idee. Da hätte ich auch schon viel eher drauf kommen können. Meine Güte, manchmal denke ich auch, mein Kopf ist irgendwo anders. Sag mal, Luca, spinnst du? Warum schreist du hier nachts so rum, Mann? Warum schreist du hier rum? Was ist los? Boah, ich hab grad so eine gute Idee gehabt. Da hätte ich auch schon mal eher drauf kommen können. Sag mal, Lukas, geht's dir gut, hier nachts so rumzuschreien? Die Kinder schlafen. Was hast du jetzt wieder für eine Idee? Das Weserstadion? Oder irgendwelchen Fußballkram? Sag mal, Sophia, bist du eigentlich bekloppt? Ja, natürlich wegen Hannah und Martina und Jochen. Ich muss echt mal sagen, ich bin ein richtiges Genie. Da kann keiner was sagen. Also auf der Arbeit bin ich auch immer der Kreative und so. Also, dass mir das nicht eher eingefallen ist. Ach, Lukas, nun komm doch bitte auf den Punkt, ich bin müde. Was ist denn los mit dir? Jetzt erzähl mir deine Idee, damit ich endlich weiterschlafen kann. Ja, und Sophia, was sagst du? Das ist doch eine gute Idee gewesen, oder? Also, wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. So wie alles geregelt irgendwie, erstmal. Ach, Lukas, du bist so ein guter Mensch. Das war echt eine tolle Idee, darauf hätte ich auch kommen können. Ach, und jetzt müssen wir unbedingt schlafen. Oh. Mama? Oh ja, war die richtige Taste. Oh, Sophia, schön von dir zu hören. Aber du sag mal, warum rufst du morgens in aller Früh hier an? Ist irgendwas passiert? Ist das Haus abgebrannt? Oh, da sind die Blumen alle tot. Ist das mit den Kindern? Ist das mit Clara? Hat Clara schon ihr Kind bekommen? Was ist denn los? Warum rufst du mich morgens so früh an, Sophia? Mama, beruhig dich. Es ist alles in Ordnung. Mit uns ist alles in Ordnung. Denn mir denn, erklär mir, warum du uns morgens um 8 Uhr anrufst in unseren Ferien. Was ist da los? Mama, du schreist so laut und du redest so schnell, dass ich dich kaum verstehen kann. Jetzt beruhig dich erstmal. Hier bei uns ist alles in Ordnung, aber wir haben einen großen Notfall. Und ich dachte ja, oder beziehungsweise Lukas, das sollte ich auch dreimal betonen, dachte etwas. Und zwar folgendes. Ach du meine Güte, du. Ach, das ist ja furchtbar. Ja, Sophia, dann machen wir das auf jeden Fall. Wirklich, Mama, ist das alles in Ordnung? Das ist alles in Ordnung, du. Ja, dann grüß dich mal schön und ja, da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Also, Emma, dafür wird dein Papa sich aber die nächsten Wochen und Monate richtig hart feiern. Da müssen wir jetzt leider durch. Und Hannah, hast du Lust, was zu spielen? Nö, nicht wirklich. Och Mann, du Arme, geht's dir heute schon ein bisschen besser? Nein, leider noch gar nicht. Und im Hotel ist es so blöd. Das glaube ich dir, Hannah. Ja, im Hotel schlafen ist bestimmt nicht so schön. Wenn du willst, schlaf doch am Wochenende bei mir. Oder vielleicht heute schon. Ja, mal gucken, Linus. Ja, ich will meine Mama und meinen Papa jetzt auch nicht alleine lassen. Ja, meine Mama hat gestern Abend so doll geweint. Echt blöd alles. Ja, und heute Morgen konnte ich auch nicht zu Flo, weil ich nochmal zum Kinderarzt musste. Ja, das ist wirklich blöd. Aber sei froh, dass Flo bei euren Nachbarn untergekommen ist. Zum Glück habt ihr auch einen großen Bauernhof und konnten eure ganzen Tiere aufnehmen. Ja, das war wirklich sehr nett. Aber im Hotel sind ja Hunde verboten. Und mein Papa musste jetzt arbeiten und brauchte das Auto. Und meine Mama sagt, sie hat noch so doll Husten und kann nicht mit dem Fahrrad fahren. Echt blöd. So, Kinder, dann zieht euch mal an. Wir wollen eine Runde spazieren gehen. Sag mal eben ganz kurz, Martina, wäre es okay, wenn wir bei meinen Eltern eben Halt machen? Ich muss unbedingt die Blumen gießen. Ich war gestern und vorgestern schon nicht da. Wenn meine Mutter das mitkriegt, bringt sie mich um. Ich habe ihr das versprochen. Ja klar, wir können dir auch eben schnell helfen. Nee, Martina, du bleibst da auf der Bank am besten sitzen. Du hast ja noch so doll Husten, das geht gar nicht. Das Haus von deiner Omi ist immer so schön. Das sieht so richtig alt aus. Wo ist denn deine Omi eigentlich? Ja, die ist jetzt im Urlaub. Ich mag das hier auch sehr gerne. Und am liebsten mag ich es, wenn Omi für mich Pudding kocht. Sie ist am Meer, so wie du ja bald zum Meer fährst. Deine Eltern haben wirklich ein wunderschönes Haus. Das sieht so gepflegt aus, aber trotzdem so alt. Es hat einen total schönen Charme. Ja, das stimmt. Sie haben sich auch echt immer Mühe gegeben, um das Ganze hier instand zu halten. Ich habe hier auch eine tolle Kindheit verbracht. Ja, Martina, und hier sind die Schlüssel fürs Haus. Ja, schöne Schlüssel sind das. Soll ich die eben festhalten oder was ist damit?
Nee, Martina, die Schlüssel sind für euch. Ihr sollt so lange hier bleiben. Wie, also hier bleiben? Wie meinst du das denn jetzt? Also, Sophia, was, also, wie jetzt hier bleiben? Na, hier bleiben, in dem Haus. Du hast doch gerade gesagt, du findest es schön. Ja, aber deshalb kann ich doch jetzt nicht hier bleiben. Das Haus gehört mir ja nicht. Natürlich nicht für immer, sondern erstmal, wo meine Eltern im Urlaub sind, aber... Bevor ihr im teuren Hotel seid, könnt ihr doch auch hier bleiben. Hier habt ihr eure Ruhe und trotzdem ein Zuhause, wo ihr eure Sachen auspacken könnt und Privatsphäre habt. Ach, Sophia, das kann ich nicht annehmen. Und, also, nee, das geht nicht. Martina, ich diskutiere jetzt nicht mehr mit dir. Du bleibst hier, mit Hannah und Jochen. Ach, danke, Sophia. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Komm schnell, Hannah, ich zeig dir, wo du schlafen kannst. Oh ja, ich komme auf jeden Fall mit. Ach, ist das schön hier oben in dem Hochbett. So toll. Danke, dass ich hier oben schlafen darf, Linus. Und hier vorne im Schrank und da hinten in der Truhe ist auch noch ein bisschen Spielzeug. Und du kannst ja jederzeit was von mir leihen. Ach, so toll. Danke, Linus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, Martina. Also, es ist nicht das Modernste, aber auf jeden Fall könnt ihr hier erstmal wohnen, solange meine Eltern im Urlaub sind. Und danach ja finden wir eine weitere Lösung, glaubt mir. Ach, danke, Sophia. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und für deine Eltern ist das wirklich in Ordnung? Ja, hallo, Kinder. Ach, Mensch, zum Glück haben wir jetzt eine Lösung gefunden. Ja, das mit dem Campingplatz im Garten war ja auch eine doofe Idee von mir. Ja, wir hoffen, euch hat das Video sehr gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit unserer Geschichte, dann lasst diesem Video bitte einen Daumen nach oben da. Echt toll, dass ihr im Moment so aktiv seid. So macht YouTube gleich viel, viel mehr Spaß. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, dann verpasst ihr gar kein Video mehr. Wir verlinken euch hier vorne noch ein paar Videos und unseren zweiten Kanal. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!